Zeitmanagement. Wir haben ja angeschaut, im letzten Schritt, dass es nie einen Punkt gibt, wo wir sagen können, jawohl, jetzt haben wir alles erledigt. Jetzt können wir uns an unsere Wünsche begehen. Oder jetzt können wir unsere großen Projekte angehen. Oder jetzt habe ich Zeit, um endlich mein Buch zu lesen. Nein, es funktioniert nicht so. Es kommt immer etwas dazwischen. Es ist immer etwas anderes, was noch erledigt werden muss. Aber mit dem Wissen, das du jetzt hast, dass du weißt, hey, das ist normal, das hat jeder so. Wenn wir das nämlich akzeptieren und mit dem Wissen arbeiten, dann weißt du in Zukunft, wie du das besser machen musst. Und da heißt es immer, mach die großen Dinge, die wichtigen Dinge zuerst. Weil wenn du denkst, okay, ich mache nur noch die ganze Mailliste, ich mache nur noch diesen Berg Wäsche, ich mache nur noch die Küche fertig oder das fertig. Ich sagte, es kommt immer wieder was dazwischen. Und ich spreche aus eigener Erfahrung. Mir ging es heute auch wieder so. Eigentlich wollte ich am Morgen, also am Vormittag, mit den Videos beginnen. Und dann sah ich so kurz, oh, da ist eine lange E-Mail-Liste und noch Bestellungen sind reingekommen. Und dachte, okay, komm, ich mache zuerst das, weil das muss ich einfach heute noch erledigen. Obwohl ich weiß, das Video muss ich auch erledigen. Trotzdem habe ich das irgendwo nach hinten gestellt. Und das war nicht so toll. War wirklich nicht gut. Erstens, weil ich weiß, dass am Vormittag meine Zeit ist, um produktiv zu sein. Dann war ich wirklich so voller Enthusiasmus und Überzeugung und habe dann die E-Mails gemacht, die Rechnungen erfasst und dann, dann, dann. Und dann kamen die Gäste und dann kam noch da ein Mitarbeiter und noch Reinigung und hier. Tja, und irgendwann war es Nachmittag und ich wurde müde. Und ich wusste, hey, ich habe den Video noch nicht gemacht. Das ist es ganz genau. Das ist falsch. Das ist nicht gut, weil wir schieben dann diese Dinge, diese großen Brocken eigentlich vor uns hinweg und am Ende machen wir sie nicht. Und das sollte nicht so sein, denn du hast Wünsche, du möchtest etwas umsetzen, du möchtest etwas in Angriff nehmen und das musst du planen und dafür musst du Zeit nehmen, weil sonst haben wir die Zeit nicht, weil immer etwas anderes dazwischen kommt. Also plane dir, dass du wirklich an deinem Projekt, an deinen Wünschen jeden Tag so und so viel Zeit dich dafür einsetzen wirst und du dich auch daran halten wirst, damit du vorwärts kommst. Und zwar, das kann sein, auch wenn du nur 15 Minuten am Tag, 10 Minuten, wenn du ein Buch schreiben willst, eine Seite, eine halbe Seite, drei Sätze, wenn du Geld sparen möchtest, 5 Euro, 10 Euro auf die Seite legen, 2 Euro, wenn du den Garten machen möchtest oder umgraben musst, 10 Schaufeln, 20 Schaufeln. Wichtig ist, dass du dran bleibst an diesem großen Brocken, den du hast, aber den du runterbrichst, sodass du jeden Tag etwas daran arbeiten kannst und nicht, dass du ihn auf die Seite schiebst und denkst, ja, das mache ich dann nach meiner langen To-Do-Liste. Weil dann bist du am Schluss unglücklich, das Jahr geht vorüber und du hast deinen Garten immer noch nicht umgegraben, du hast dein Wohnzimmer immer noch nicht neu gestrichen oder wie auch immer. Hä? Gut, das zum Zeitmanagement in unserer Serie. Das hat ja bei 1 begonnen, jetzt in der 6, es geht noch ein paar Schritte kommen da schon noch dazu und es ist immer wieder spannend, ich entdecke mich da auch immer wieder selbst, jawohl, halte dich daran und dann läuft es nämlich ganz viel einfacher. Bis dann wieder, tschüss.